Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir nochmal in der letzten Mission. Und zwar gerade am Schluss, weil, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, der Schluss war doch ziemlich verglitscht und hässlich. Und das konnte ich so nicht beruhen lassen. Deswegen mache ich jetzt nochmal eine Extra-Aufnahme, so eine Art Reloaded-Aufnahme. Um euch doch mal den Schluss zu zeigen, hoffentlich diesmal ohne Glitches. So, alles ist erledigt, was wir bis jetzt auch erledigt haben. Also nebenquestmäßig, wir müssen jetzt nur noch den Imp beschwören. Für die Pumpe. Und den an die Pumpe schicken. So. Excellent! The pump is working. Protect it from the necromancers for as long as it takes. Und jetzt hoffe ich mal, dass es einfach nicht glitscht dieses Mal. Nachdem ich gespeichert habe und alles nochmal gemacht habe und so weiter. Damit ihr nochmal das Ende sauber sehen könnt. Ah, da versteckt sich noch ein Nekromant. So, bis jetzt sieht es gut aus. Wir müssen ja nur so 5 bis 6 Minuten durchhalten. Und einfach hoffen, dass es nicht glitscht. So, verteilen wir mal die Truppen ein bisschen. Ball in die Mitte. Und da kommen wieder die Kommandos. Wir werden alle die Knoten wieder geprügelt. So. Okay, 3 Minuten, 4 Minuten noch knapp. Und bis jetzt sieht es ganz unglitschig aus, sehr schön. Es kommen auch wirklich keine wirklich ernstzunehmenden Gegner daraus. Immer nur ein Kobold, ein Rachegeist, ein Skelett und ein Nekromant. Und unser Imp haut gegen die Pumpe. Ja, die scheint doch noch nicht ganz zu funktionieren. Oh, Helden im Dungeon. Oh, sogar Level 3 Helden. Die könnten etwas gefährlicher sein, aber die scheinen erst einmal saufen gehen zu wollen. Jupp. Das dürfte kein Problem sein. Unsere Truppen sehen in Ordnung aus. Die stoßen auch nicht wirklich auf Widerstand hier. Ich habe auch dieses Mal jedem Trupp so ein Begleittierchen mitgegeben. Jo, und alle haben ziemlich viel Umfang. Ihr seid nicht. Boshaftigkeit, Betäubung. Ja, das ist ganz nett gemacht mit den Special-Sachen, wenn man die Gruppen richtig timet. So, ihr seid noch mit Trinken beschäftigt. Das dauert nämlich eine Weile, bis ihr alle betrunken seid. Hochelf, Magierin, Mechaniker und eine Bogenschützin. Die sieht schon betrunken aus. Obwohl, nee, die wartet noch. Ja, die Magier mit ihren Flöten. Die dürften eigentlich hier gar nicht durchkommen durch die Fallen. Erstmal werden sie vergiftet, dann verlangsamt und zerstochen und zu guter Letzt werden sie nochmal vergiftet. Also wenn sie da durchkommen. Dann sind sie gut. Ich habe übrigens mal in so einer Bewertung gelesen, dass Pfeile angeblich unnütz sein sollen, aber so sind sie ganz nützlich. Oh, und mein Lager ist voll. Ja. Na, zur Zeit brauchen wir auch nichts. Oh, komm, diesmal mehr Dekomanten. Ja, diesmal sind es mehr Nekromanten. Und es glitscht nicht, sehr schön.
So, gucken wir mal, ob die da durchkommen. Ich bezweifle es. Oder biegen sie noch hier ab vorher? Nein. Okay, jetzt werden sie erstmal vergiftet. Ja, sie sind schon fast tot. Jetzt sind sie alle tot. Genau, die kommen da nicht durch. So, machen wir mal etwas Platz für die Materialien, die sie uns bringen. So, noch 16 Sekunden, dann kommt der Endboss. Ja, und diesmal sind es wirklich beide gewandt sogar. Da helfen wir mal ein bisschen nach, setzen wir mal ein. So. Und jetzt müssen wir die Nekromantenanführer töten. Ja, da ist sie ja. Sie hat eine Sekunde. Ja. Das ist aber nicht die Verrückte, die zweimal schon uns bedroht hat, oder? Nein, ich sehe sie nicht ganz richtig, aber aus dem Fenster. Nein. What did I tell you, my faithless fiend friend? True, the charade won't hold for long, but long enough for us to establish our domain over this part of the continent. Then we can come back and install a new governor. Make no mistake, it was still a craptastic load of a plan. And look on the dark side. There is still some ointment in the jar. I'm about to meet my future wife. Now I can do so with skin as smooth as a clean-shaven baby peach. Ja, das ist seine einzige Sorge. Gut, Mission erfüllt. Runen. Erhöht die maximale Anzahl aktiver Fallen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich Runen umswitche. Profil? Ah, hier. Runen. Hier kann ich Runen umswitchen. Die beiden Sachen kann ich erfordert Hort, Berserker. Ausgerüstet, magische Rüstung, magische Waffe. Seelenlose. Oh, hier gibt es noch mehr Einheiten. Das sind Teufelseinheiten. Die zugeteilten seelenlosen Einheitenanzeige ermöglicht dir die Zuteilung neuer verfügbarer DLC-Einheiten. Okay. Skelett. Schreiatorium. Erfordert Kult. Höllenhunde. Ach, ist das so eine Art zweite... Trollidon, ja. Das ist so eine Art zweite... Ja. Ah ja. Kaufen für 1,99 €. Geschöpfe der Nacht. Genauso hier wohl, hä? Geschöpfe der Nacht, Info. Gut zu wissen. Runen, Karten. Der Glockladen, da. Ah, so kann ich umschalten. Runen. Hier kann ich wohl die Runen neu einstellen, hä? Hähne haben zu Plündern der Schatzgrube doppelt so viel Zeit, verringert die Dauer von Wiederbelebung von Baal. Teamwork. Wunderkind. Ah ja. Und hier habe ich andere. Einheiten erhalten beim Stufenaufstieg mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% Waffen- und Rüstungsupgrades. Ne, bleiben wir mal kurz hier. Was könnte ich hier noch? Fallenmeister, volles Haus, habe ich schon ausgerüstet.
Erpresser, die Trunkenheit, sofortige Arbeitskraft. Bei Beschwerde eines Arbeiters erhältst du einen weiteren. Wenn eine Falle fällt, werden 5 Stück Material zurückerstattet. Fallensteller erhöht die Anzahl von Fallen. Fallen kosten 20% weniger Material. Das wäre nice. Kampfbereit hebt einen Aggressivitätsverlust vom Teleportieren auf. Beschworene Einheiten verfügen über Beginn. Anfängerglück erhöht die Auffindwahrscheinlichkeit von Runen. Trankeffizienz, Räuber, schlauer Heiler. Ja. Ich will mal einfach wirklich sagen, Fallensteller. Also hier kann ich Runen ändern und hier könnte ich... Waffenverbesserungen irgendwie machen. Magische Waffe, magische Rüstung ist alles schon ausgerüstet. Und hier werden Seelenlose für die andere, für das andere Volk. Ha. Interessant. Ah, hier ist sogar der Oculus und der dunkle Zwerg. Das waren die Einheiten, die wir kurzzeitig in der Kampagne hatten. Gut, genug geguckt. Abbrechen. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut und dann geht es dann im nächsten Mal mit der nächsten Mission weiter. Also, bis dann.